Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir hier Waldemar und die Nymphe dazu gekriegt, endlich mal ihren Streit zu beenden. Sie haben dadurch jetzt endlich die ewig langnamige Brücke repariert bekommen. Ey, wer auch immer die Brücke benannt hat, gehört geschlagen. Die hat einfach so einen ekelhaften Namen. Ist meine Meinung. Wenn die, ein paar von euch den Namen putzig oder sonst was finden, dann ist das euer Ding. Ich sehe übrigens jetzt erst das Schiff, was Tristan einmal erschlagen hat. Das war eine wunderschöne Background-Story. Ich hatte nach dem ich hier mit der Nymphe war, noch mal ein bisschen hier halt abgesucht. Es fehlen halt noch so ungefähr 4 Münzen. Ich vermute, hier bei den Kürbisfeldern und hier oben rechts auf jeden Fall eine Münze. Und halt durch den Riesen noch eine. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt noch mal ein weites bekomme. Hier ist ein Geheimgebiet. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach stimmt, die Impostella gibt es ja auch auf diesem Planeten. Ihr seid verloren! Ihr seid verloren! Schluck, Entschuldigung. Der letzte Bissen Käse ist eine Schanetorte. Einfach unwiderstehlich. Sonderpreise! Ihr habt ein Riesenglück. Normalerweise sind wir bei Madame Boastellas Dimensionsdrifttouren zu beschäftigt für Landkundschaften. Wenn ihr rum durch Kampf sucht, dann kommt, wählt euer Team mit Bedacht und kommt durch das Portal. Ach stimmt, das gibt ja auch eine Planetenmünze. Okay, dann haben wir unsere 4 tatsächlich. Wir müssen hier noch die Portalherausforderung machen. Ich wusste nicht, dass man durch diese einen Portale nochmal gehen kann, um sich einen Waffenskin zu holen. Okay, was ist hier die Herausforderung? Alle besiegen. Ich Volldepp hab mir nicht mal vorher die Karte angeguckt. Und wie viel müssen wir es denn aufnehmen mit 16? Darunter ein Sniper, zwei Sniper. Ist hier noch ein dritter Sniper? Wenn es nur zwei Sniper sind, dann ist es noch angenehm. Scheinen nur zwei Scharfschützen zu sein. Und ich habe sogar gerade eben ein Spark geschenkt bekommen. Was bekam ich denn? Superpilztruhe, halt 70. Oh, das ist sehr nett. Warte mal. Eine Mitgift. Und Brutzel. So, ich setze Luigi schon mal da oben hin. So, komm ruhig näher. So, dich schieße ich mal tot. Und Zug beenden. Es ist wahrscheinlich leichter, als es aussieht, die Schlacht. Vor allen Dingen, wenn es nur diese Hüpfenden sind. Die Scharfschützen sind die, die mich nerven werden. Genau deswegen. Der Sparkerfrischer aktiviert sich gefühlt jede Runde. Nee, 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 nee. Ich weiß, wen ich abschießen will. Dich grätsche ich mal eben kurz tot.
So, den Scharfschützen will man immer loswerden. Die Scharfschützen sind die, die am meisten nerven. So, wir stecken uns mal von der Ecke da. Warte mal, wir können das noch ein bisschen schlauer machen. Ich muss nur nah genug dranbleiben, dass ich da auch wieder runter kann. So, dann mache ich die beiden einfach lethargisch. Und verzieh mich wieder. Je weiter du wegschießt, umso eher stirbst du. Und je mehr ihr euch zusammenstellt, umso besser. Der konnte nicht hitten. So, schön nah in euch reinstellen, dass ihr schön viel abbekommt. So, im Bestfall helfe ich Luigi jetzt einmal kurz da hochzukommen. Machen wir den Vampirangriff. Passt doch, dass ich beide treffen kann. So, und jetzt würde ich am liebsten den da recken. Habe ich nicht so oft getroffen. Den aktiviere ich mal noch nicht. So, Sturmklinge. Und so greife ich wenigstens beide nochmal an. Aua. Ich hätte ihn vielleicht erst lethargisch machen sollen. So, jetzt kann ich auch einen gefühlten Dreck auf den geben. So, und jetzt muss ich die Sicht aktivieren. Ich habe nämlich vor, hier Rebella einmal hier hoch. In die Mitte von den beiden stellen und jetzt rennen die. Und RIP. Deiner hat halt wenigstens Zusatzschaden bekommen, aber hat schon was gebracht. So, ich kann ihn jetzt noch einen von hier aus verpassen. Ich will ja, dass der sich bewegt. Eventuell ist er sogar schon tot. Bevor er... Nee. Ja, den neben mir kann ich ja weggrätschen. So. Weggrätschen. Und eventuell nach hier vorne umziehen. Ja, du kommst näher. Das war zu erwarten. Ich muss Rebella einen Teamsprung nach oben ermöglichen, sonst kommt die da nicht hin. Warte mal, du bist der einzige Schütze hier. Wenn ich dich lethargisch mache oder einfach instant recke, dann kann niemand die da unten abschießen. Der steht doof. Wie, der kann da hochklettern? Wieso kann der denn klettern? So, mit Vampir auf den da. Den will ich totschießen. Ich kann leider nicht alle da hochsetzen. Aber ich kann den da trotzdem finishen.
Ich weiß, was ich mache. So, wir vernichten hier mal die Deckung. So, der ist RIP. Mann, ist die Schlacht einfach. Der kann sich halt nicht mal wehren. So, dir gebe ich jetzt erstmal eine Elektromitgift und dann wirst du nochmal von oben ein bisschen gebrutzelt. Der Blick, ne? Ich liebe diesen Spark-Erfrischer einfach. Der ist so mega awesome. So, Raserei. Die gebe ich auch. Kann ich beide treffen? Ich kann beide treffen. Wollt ihr mehr? So, es fehlt nur noch eine. Wo ist der letzte? Da hinten. Ja, das wird ja mega easy. Muss mich ja nur ein bisschen näher ranstellen. So, nächste Runde habe ich gewonnen. Sag ich doch. Wenn ich das mit der vorherigen Schlacht vergleiche, war das ultra einfach. Also die anderen Herausforderungen, die waren ja wirklich wesentlich schwieriger. Aber wenigstens kriege ich immer ein Fähigkeitenprisma dafür. So. Am liebsten will ich mir eigentlich erstmal die ganzen Spark-Fähigkeiten hier gönnen. Vor allen Dingen hier Spark-Energie. Oder hier den Spark-Schutz. Das sind alles Fähigkeiten, die man einmal haben will. Nur bei Luigi will ich auf jeden Fall die Waffenreichweite zuerst. So, du kriegst noch die Crit-Wahrscheinlichkeit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Pille-Palle war, die Quest. Beziehungsweise die Schlacht hier. Das war ja so eine Herausforderungsquest. Aber ich finde, die anderen Herausforderungsportale bisher waren wesentlich schwieriger als das. Da war es ja wirklich einfach nur warte, bis sie näher kommen und schlachte sie ab. So. Jetzt gibt es halt nur noch drei Sachen. Kürbisse, was auch immer hier oben rechts ist. Und da im Wald das eine Teil, das wir noch nicht holen können. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf den nächsten Planeten und kommen nach Abschluss des nächsten Planeten hier nochmal hin. Wir befinden uns im Landeanflug auf Terra Flora. Heimat von kohlensäurehaltigen Mineralwasserquellen, winterharten Blumenwiesen und, nicht zu vergessen, dem Immerblütenbaum. Mit dem wird es wahrscheinlich Probleme geben. Eins ist sicher, Genie. Selbst du kannst mir die Freude über einen Besuch im Garten der Galaxie nicht verderben. Ich bedauere, aber ich glaube, ich kann. Miseras Festung befindet sich jetzt in Reichweite unserer Instrumente. Misera hat sie mit einer Barriere aus Finsterzeitenergie umgeben, die uns daran hindern wird, dort zu landen. Selbst wenn wir genug gereinigte Finsterzeitenergie finden, um dorthin zu gelangen. Du kennst doch sicherlich einen Weg. Wie, was? Wie kommst du darauf? Du kennst Granita. Du kennst Trauma. Es gibt da etwas, das du uns bewusst vorenthalten hast, stimmt's? Selbst wenn es so wäre, es wäre meine Angelegenheit. Und glaub mir, ihr wollt nicht, dass meine Angelegenheiten zu euren werden, verstanden? Was diese Blumenwiesen betrifft, wie es aussieht, werden wir sie gleich mit eigenen Augen sehen. Bereit für die Landung? Jawohl. Oh,
Oh, es gibt noch einen dritten in dem Bunde. Pflanzen auf Terra Flora leiden. Nein, nicht die armen Pflanzen. Ich würde übrigens gerade eben sagen, da war einer mit seinen Aggressionen beschäftigt. Sieht doch mega aus! Und ich bekomme ständig Blumensträuße von hier. Eine Dürre steht bevor. Terra Floras berühmter Wasservulkan, die Speispitze, ist nicht mehr aktiv. Ein Wasservulkan? Du meinst ein Geysir? Diese Stimme? Diese Stimme! Welch unvergleichliche Schönheit ist es, die mich mit seelenverzehrendem Feuer verstört hat? Sie heißt Genie. Sie ist die KI-Pilotin und Systemmanagerin unseres Schiffs. Und ich bin... Wollen Sie damit sagen, Sie haben diese arme Kreatur an dieses fliegende Ungetüm gefesselt? Was ist das für eine schamlose Ungerechtigkeit? Wenn meine Zufriedenheit mit meinen Aufgaben nicht von Belang ist, sind Sie mir doch recht angenehm, Herr. Ich und mein Vergeben Sie mir heute, Genie. Ich bin Wagner, Chefingenieur des Wickler Express. Nichts wäre mir lieber, als Ihnen die Überlegenheit der Dampfkraft vorzuführen. Gäbe es da nicht dieses klitzekleine Problem auf den Gleisen? Ja, das ist nicht nur ein kleines Problem. Wenn im Speisewagen die belegten Brötchen ausgehen würden. Aber das ist ein finster Zeittentakel. Tja. Wären die Rankenbrücken nicht durch die Dürre verwelkt, würde ich das Biest einfach mit meinem Zug überrollen. Und wir haben 0, nichts bei der Speispitze. Aber wenn es inmitten dieser Trostlosigkeit noch Hoffnung gibt, dann findet man sie beim Immerblütenbaum. Vielen Dank, Wagner. Wir machen uns gleich auf den Weg zum Immerblütenbaum und werden deinen Zug bald wieder zum Fahren bringen. Versprochen. Das klingt nach einem Deal. So, dann gucken wir uns mal die Garde hier an. So. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt die halbe Karte. Wir müssen über Inseln wandern, habe ich das Gefühl. Ihr habt Spaß, ne? Terra Floras Chancen für den Planetenkäseball-Cup stehen gut. In der Saisonpause wurden einige gute Krümelschläger unter Vertrag genommen.
Die Rabbits, ne? Die bringen mich immer wieder aufs Neue zum Lachen. Ansonsten ist hier aber nichts, ne? Okay, dann rein in die Kanone und Feuer frei. Los. Ui! So, was verkaufst du denn hier eigentlich Schönes? Wegen meiner so unglaublich niedrigen Preise umkippt man, dass ich verrückt bin. Aber nur weil ich in großen Mengen einkaufe und die Ersparnisse auf Kosten meines eigenen Wohlergehens an meine Kunden weitergebe, heißt das noch lange nicht, dass meine Geschäftstüchtigkeit in Frage gestellt werden sollte. Natürlich ist es hier draußen gar nicht so einfach, das Lager zu füllen. Daher der kleine Ausschlag einkaufen aus Überzeugung. Ich bin nicht verrückt. Hier gibt es diese Kisten. Die Superpilztruhe. Und einen Reinigungstrank. Entfernt negative Effekte. Davon kaufe ich mir mal einen. Und ich brauche natürlich 12 Münzen, um den Blütenmeerschlüssel zu kaufen. Oh, um Gottes Willen. Warum brauche ich immer so viel? Darüber komme ich wieder da hoch. Und da ist ein Gegner. Komm, wir gewinnen uns hier noch eine Schlacht. Oh, die Map hier sieht schön aus. Ich sehe hier nur Gumbas. Die so oder so in die Klippen werfen muss. Hui! Zur Info, bei den Gumbas würde es mir nichts bringen, die Fähigkeiten zu nutzen oder sonst irgendwas. Die muss ich halt wirklich einfach treten und runterwerfen. Weil mit dem Helm sind sie gegen jegliche Schäden immun. Und die machen tatsächlich sehr viel Schaden, wenn sie einmal an einen rankommen. Oh ja, stellt euch in eine Reihe auf. Das wird keine lange Schlacht. Aber ich werde sie genießen. So, runter und runter. So, ich hau erstmal den da. Der ist sogar lethargisch, wenn ich ihn runterschmeiß. Ja, halt keine besondere Schlacht, aber ich wollte das Schlachtfeld von hier zumindest heute schon mal sehen. Ja, die Map hier, die kann sich sehen lassen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir fangen hier dann jetzt aber wirklich das nächste Mal ordentlich an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.